Ich möchte gerade mal in den letzten Minuten noch einmal kurz auf die letzte Frage eingehen, wie es die Frage ist, wie ist der aktuelle Gaza-Krieg prophetisch einzuordnen? Prophetisch können wir den nicht einordnen. Wir sehen aber so ein paar Beobachtungen und das will ich einfach mal so als kleine Info mal weitergeben. Ich habe es gefunden im Handbuch biblischer Prophetie, dass Arnold Fruchtenbaum da über eine Prophetie etwas sagt, die ich sehr interessant finde. Und zwar bezieht er sich auf Hesekiel Kapitel 38 bis 39, 16, eine Invasion aus dem Norden in Israel. Und das ist sehr interessant. Das Handbuch biblischer Prophetie ist ja schon ziemlich alt von Fruchtenbaum. Und er hatte damals aus Hesekiel 38 bis 39, er deutet das auf eine Zeit vor der Trübsalzeit. Und da wird von einer Invasion gesprochen aus dem Norden. Passt mal auf, was da zusammenkommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das sich jetzt erfüllt, aber es ist mal eine interessante Beobachtung. Manche deuten auch Hesekiel 38 bis 39 ein bisschen anders, ne, in die Schlacht von Harmageddon. Fruchtenbaum sieht das ein bisschen anders. Er sagt, nein, das, was dort beschrieben wird, das wird vor der Trübsalzeit sein. Also jetzt könnte es irgendwann passieren. Und da passiert Folgendes. Da ist Israel, sehen wir hier auf dieser Karte, auf dieser Weltkarte. Und da wird von einer Invasion aus dem Norden gesprochen, angeführt von Gog, Führer von Magog. Und er ist auch Fürst und steht über andere Teilbereiche und Nationen. Und von der Historie wissen wir, dass das Russland tatsächlich ist. Also der äußerste Norden von Israel ausgesehen, da liegt von Jerusalem aus Moskau, so ziemlich auf einer Linie. Und da wird gesprochen von Gog, dass er angreift. Und Fruchtenbaum sagt, wie gesagt, das ist nicht Harmageddon. Harmageddon spricht davon nicht, dass ein paar Nationen angreifen, wie das hier in Hesekiel 38 die Rede ist, sondern dass die ganze Welt angreift gegen Israel, sodass das ein anderer Krieg sein muss. Für die, die es nachlesen wollen, im Handbuch biblischer Prophetie, Seite 98 bis 114. Er sagt, da ist Russland mit drin, obwohl Russland bis vor kurzem extrem pro-israelisch war. Also erst seit dem Anschlag haben sie sich gegen Israel positioniert. Warum? Ich denke, weil Israel auch sich auf so ein bisschen Richtung Ukraine positioniert hatte beim Ukraine-Krieg. Aber jetzt ist Russland tatsächlich gegen israelisch. Ne? Erst seit ganz kurzem, seit ein paar Monaten ist das so offensichtlich. Dann ist die Rede von Persien, dass das mit dabei ist in diesem Bündnis und angreift. Das steht für den Iran und da wissen wir, Iran ist eigentlich die Nation, die ganz offen sagt, wir wollen Israel austilgen, die auch da die Fäden in der Hand hat. Dann Äthiopien ist mit drin und Put, also Kusch, das ist das heutige Äthiopien, und Put, Somalia und vielleicht der Sudan. Man hört schon tatsächlich, dass gerade Äthiopien da auch gegen kontra Israel ist, ne, und dagegen geht. Dann wird noch erwähnt, wo bin ich denn jetzt? Moment. Goma. Da sagt Fruchtenbaum, ja, Syrien ist auch mit, Syrien gehört auch noch mit zu dieser persischen Gruppe. Also es werden hier in Hesekiel Namen genannt, die man lokalisieren ungefähr kann anhand der Historie, aber heutzutage natürlich, die zum Teil ein bisschen grenzübergreifend sind, aber die wir ungefähr ausrichten können. Bei Goma sagt Fruchtenbaum, das ist Deutschland, dass das mit dabei ist in diesem Krieg. Aber wir müssen hier sagen, Togarma wäre Armenien. Gomer ist der Enkel von Noah. Und Gomer, der war zu der damaligen Zeit, und zwar genau hier. Ne? Also man sagt, vielleicht da sind hier so die Briten oder sowas, die Deutschen irgendwann daraus gekommen. Aber Hesekiel hat in dieser Prophetie, nennt er die Regionen, die heute noch da sind, wo sie damals waren. Und damals wurde Goma lokalisiert in der Türkei tatsächlich. Ne? Und damit hätten wir quasi diese Volksgruppen, wo Fruchtenbaum sagt, will ich jetzt einmal zitieren von der Seite 114, der Verfasser, also ich,
Fruchtenbaum kommt aufgrund all dieser Fakten zu dem Schluss, dass seine Theorie die bestmögliche ist. Die sowjetische Invasion ist eine weitere Wehe vor dem Beginn der großen Trübsalzeit. Er sagt, es ist vor der Trübsalzeit, wird dieser Kampf stattfinden in Hesekiel 38 bis 39. Und diese Nationen werden damit dabei sein. Kann das sein? Vielleicht. Ja. Ich will mich da nicht so sehr festlegen, denn es gibt zu Hesekiel 38 und 39 auch andere Auslegungen. Was man aber interessanterweise hier sehen kann, und Fruchtenbaum, als er das geschrieben hat, da war auch noch der Iran vor der Revolution und war eigentlich auch pro-westlich eingestellt. Und er sagt, ja, aber geschichtlich können sich ganz viele Verhältnisse auch verändern. Und im Moment sind es tatsächlich diese Länder, die hier so richtig anti-israelisch sind. Also wenn es irgendwann eine Invasion aus dem Norden gibt, dann haben wir Erfüllung davon. Aber wir sollten nicht zu viel Zeitungsexegese betreiben, so nennt man das, so nach dem Motto, das steht in der Zeitung und jetzt haben wir Erfüllung biblischer Prophetie. Man kann das einfach mal zur Kenntnis nehmen, das mal auf sich wirken lassen. Ich sehe das als sehr realistisch an, dass das, was wir in Hesekiel 38 bis 39, 16, was wir da sehen, dass das tatsächlich vor der Trübsalzeit passieren kann und nicht erst da, weil es eben auch völlig anders ist als Harmageddon. Harmageddon wird die Schlacht sein mit allen, wo alle Völker kommen und am Ende nach dem tausendjährigen Reich auch nochmal alle Völker der ganzen Welt. Hier sind nur ein paar Völker beschrieben und sie kommen aus dem Norden. Was hier beschrieben wird, ist, sie kommen aus dem Norden und es wird auf dem Gebirge Israels, vielleicht die Golanhöhen im Norden, wird es zu einem Kampf kommen und Israel wird siegen. Und Gott wird ihnen helfen. In diesem Krieg, sie werden die zurückschlagen und werden diesen Kampf gewinnen. Steht das vielleicht vor uns? Weiß man nicht genau. Also, ist einfach mal eine interessante Beobachtung, die ich hier hatte, wenn es um das Thema geht, wie geht es mit Israel weiter. Vielleicht hat Arnold Fruchtenbaum recht. Der tut sich hier nicht als Prophet auf, er hat es nicht geträumt, sondern er hat hier einen klaren Bibeltext und sagt, das passt nicht zu den Dingen der Endzeit, das muss irgendwann vorher sein. Genau, lassen wir es einfach mal so stehen. Das können wir einfach so stehen, mitnehmen. Ja, genau. Und wie gesagt, wir legen uns nirgendwo fest, weil es haben so viele Menschen schon geehrt. Und das waren keine einfachen Leute, sondern Bibelausleger, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben. Und ich habe heute noch in den Regalen Bücher von 1980 irgendwann mal besorgt in Hannover und die kann ich heute wegwerfen. Ja. Hat sich verändert, ne? Ja, alle haben sich geirrt, genau. Ja, also deshalb, wir nehmen das mal zur Kenntnis, beobachten das, was am Ende passieren wird, das wird passieren und wir wissen, Gott hat alles in der Hand. Wir wissen, wie es mit Israel weitergehen wird, sie werden keinen Frieden haben, leider. Es wird niemals zu einem universalen Frieden. Deshalb wird, wenn der Antichrist auftreten wird und er wird einen Friedensvertrag anbieten, werden sie sagen, endlich, das ist unser Retter, das ist unser Messias. Aber auch dann wird es unter dem Antichristen keinen Frieden geben. Frieden wird erst dann kommen, wenn sie Christus erkennen. Und dieser Moment wird auch kommen. Ja. Und auf diesen Moment freuen wir uns. Der liegt noch in der Zukunft. Bis dahin beten wir für das Volk des Herrn, für Israel, stehen an ihrer Seite. Genauso wie wir aber auch für andere Nationen beten. Denn unser Anliegen, und das ist das Anliegen des Herrn zu allen Zeiten, Israel war nur ein Werkzeug, mit dem der Herr die ganze Welt erreichen wollte. Er hat immer die ganze Erde im Blick, alle Menschen. Und das hat er schon damals zu Abraham gesagt, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil jeder Einzelne dem Herrn wichtig ist.